So, und es geht direkt weiter mit Let's Play Crysis 2. Wir waren gerade hier stehen geblieben. Da ist auch noch Muni und Granaten und alles, aber das brauchen wir gar nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. Ist hier irgendwas? Nope. Granaten könnten wir eigentlich auch noch mal einsetzen. Aber so wichtig ist es gerade auch nicht. Okay, aber da unten sehen wir ganz viele. Ganz viele Seth. Schon ein bisschen aufpassen. Ja, der ist tot. Ist jetzt nicht der beste Schutz hier. Ich sehe es auch ein und so. Aber irgendwas braucht man ja. So, der ist runtergegangen. Bam. Okay. Muss halt nachladen, ey. Ja. Muss erstmal seine Schrotflinte wieder nachladen. Ja. So. Wieder Muni. Nehmen wir wieder alles mit. Hier haben wir auch noch Muni und Granaten. Können wir aber alles gar nicht mitnehmen. Wow. Da sind wieder ein paar neue Dinger gelandet. Okay, wir gehen einfach mal weiter hier. Oh. Na, komm her, Kollege. Oh, fuck. Nicht nachladen. Oh. Das war knapp. Ah, der war tot. Ich rush hier eigentlich schon ziemlich durch, muss ich sagen. Also als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, da war ich viel, viel, viel vorsichtiger, muss ich sagen. Manchmal braucht man das aber gar nicht sagen. Ich kapiere das gar nicht. Naja, gut. Da unten ist auch nichts mehr. Okay, hier ist so eine kleine Nebengasse. Da gehen wir jetzt mal rein. Steuerfinanzierten, bewaffneten Halunken zu überfluten. Jetzt haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam, aber sicher außer Kontrolle geraten. Augenzeugen konnten in Midtown die Mediensperre überwinden und haben uns über Handy folgende schreckliche Warnungen zukommen lassen. Es war eine gehende Maschine, Mann, wie früher bei Krieg der Sterne oder Krieg der Welten oder was weiß ich. Drei Beine und dazu dieses Geräusch wie ein Schrei. Ich bin nur noch gerannt. Einfach alles töten! Das hört sich nicht gut an. Viecher mit drei Beinen sind nie gut. So. Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hargreave. Wow, da ist wieder so eine Ranke. Sie sollten von ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Doc als Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angelockt haben. Suchen Sie nach einem Piloten oder einem Silo. Oder einen Singer zu finden. Okay, 4. Ja, da waren gerade noch so Transporter, sag ich mal. Oh, ja gut. Haben wir noch so ausgehalten. War aber schon knapp. Na komm. Den möchte ich wenigstens noch. Ja, komm schon. So, okay, der ist tot. Wir gehen mal nach hier oben. Ist irgendwas? Oh. Wir haben da noch eine Rakete. Oh, genau. Oh. Ist er tot? Ich bin dann, wenn nicht, aber er hat uns dann noch das Leben gelassen. Was?
Hat da oben vor auch einer? Nein. Was ist denn da? Wo ist denn da Schuss abgekommen? Die sind ja nicht unten. Die sind direkt unter mir und können mich treffen, oder was? Durch die Gitter, oder? Das ist... verstanden. So, nimm mal die Schrotflinte raus. Ja, genau. Boah, das ist... das war eine sehr gute Idee. Nicht. Was haben wir denn da? Nee. Brauchen wir nicht. Granaten und alles mögliche haben wir auch. Okay, das müssen wir nochmal neu machen. Sie sollten von ihrer jetzigen. Was? Oh nee, komm. Da bin ich doch jetzt nicht. Oh, fuck. Das war jetzt blöd. Tief darf ich den noch springen. Ja, Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Infrastruktur ausmachen. Das Schiff, das noch als Piloten von der Angeschossen haben. Na komm schon, verrückt. Zünden Sie nach einem Pilot oder einem Silo. Oh Mann. Nanokatalysatoren, wie sieht's denn damit aus? 1360 haben wir. Nee, damit können wir noch nicht viel kaufen. So, den haben wir erwischt. Oh, das ist echt knapp, ey. Okay, oben war nichts, haben wir jetzt... Ah nee, da war der Ausschuss, dann haben wir den jetzt noch. New York Fahrzeuge, ja, haben wir noch. Gut. Wie, du kannst sie da nicht festhalten. So, dann warten wir jetzt hier noch. Versuchen den zu messern. Was hat denn geklappt? So. Und jetzt werde ich von hinten angegriffen, ohne dass ich das kann. Ja, was soll ich denn da machen, Kollege? Der braucht so lange, bis der Typ tot ist. Lass einfach Messer stecken, ist doch okay. Dreh dich kurz um, zieh die Waffe und töte die. Wo ist das Problem? Ja. Das war jetzt. Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das doch als Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angelockt haben. Suchen Sie nach einem Boden oder einem Silo. So. Auf ein letztes. So, okay. So weit, so gut. Der ist auch tot. Kurz Energie neu aufladen. Wo ist er? Ach, da. Ja, ich riskiere gerade sehr. Muss ich doch schon zugeben. Ich spiele normalerweise nicht so. Ich bin normalerweise sehr vorsichtig. Aber gerade da muss ich das jetzt machen. Ich bin so wütend. Nein. So. Oh nein. Keine Verstärkung und dann drei von diesen Dingern. Ey. Drei von den Schoten, ey. Lecken. Ich hab kaum noch Muni jetzt. Was sind die denn für Waffen? Ja, die haben nur ihre eingebauten Blaster, die ein bisschen an Metroid erinnern. Aber hier haben wir ja wieder Muni. Immerhin. Oh, nochmal zwei. Dann reicht's, ey. So, jetzt scanne ich hier die erstmal. Hab ich die auch auf der Karte ab. Soll es gewesen sein.
jetzt am besten so positionieren, dass sie mich nicht treffen. Oder auch nicht sehen. Noch besser. Ey. Kann ihn doch ab, danke. Oh. Hallo, spring einfach raus. Backen halt. So. Gut. Hätten wir das auch wieder. Dann hole ich mir noch kurz Muni. So. Schon wieder Zeit für einen Cut eigentlich, aber. Ein bisschen können wir noch. So, hier oben haben wir noch einen Zug. Der ist wohl auf meinem Weg stehen geblieben und da kann ich gar nicht rein. Und ich kann da aber runterfallen. Mega Tritt. Wow. Schön, das macht Spaß. Okay, gut. Dann würde ich sagen. Oder warte, ich gehe noch nach da oben. Ja, das ist gut. Strafzettel erhalten. Juhu. Oh, scheiß Frosch sein. Und das dahinter direkt auch. Oh nein. Was übrigens auch ganz geil ist, wenn man hier ein bisschen stehen bleibt, dann stürzen so nach und nach so Häuser ein. Das ist ganz interessant. Naja. So, jetzt sind wir hier. Dann mache ich das noch eben. Was soll ich hier machen? Bin ich doch hier, oder? Schafft ihr, bla bla bla. Nee, nicht wechseln. So. Egal. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.